Bildschirmeinstellungen. Ich hasse das, wenn man nichts sieht. So. Ah. Oh, plötzlich kann man das erkennen. So, was haben wir denn hier Schönes alles? Großer Haufen? Nichts. Nur blödes umgelaufen. Ja, ich glaube, dann müssen wir nach oben, ne? Hier ging es nach oben. Hier ist eine Treppe. Eine dicke Maus. Hier kommt irgendwelcher Sabber von der Decke. Erinnert mich ein bisschen an Condemned. Da war ja auch alles so zugeschmiert mit irgendeinem so schwarzen. Bäh. Da lief einer. Da. Lief? Lief einer. Tatsächlich, ja. Der ist gerade vor mir kollabiert. Untersuchen! Er ist vom Alpha-Team. Wir können ihm nicht mehr helfen. Das weißt du, ohne den abgetastet zu haben und so. Ja, sicher. Kann er wieder aufstehen? Ich hab Schiss, dass er wieder aufsteht. Ups. Hier liegt Pistolenmunition. Hab ich dir mit meiner Schrotflinte aufgemacht. Dankeschön. Ich nehme noch die Treppe. Ach ne, hier geht's nicht noch weiter nach oben. Ja, dann müssen wir, glaube ich, hier Leiter klettern. Hallo. Ich hab die Schrotflinte, ich gehe mal vor. Ah, du bist schon, oben. Jojo. Da hängt noch einer. Umstoßen? Die Leiter umgestoßen. Ich hab die Leiter umgestoßen. Halb so wild, ich bin oben. Immer die 12. Hier gibt's Gold und Gold. Gold. Ich will gleich meine Waffe aufmotzen. Öffnen. Geht nur gemeinsam. Was denn da mit dieser Kiste da? Sieht so. Springen. Ja, meistens ist da was drin. Artefakte und Gold zum Beispiel. Nice. Gold wenig. Gold wenig. Gold viel. 400. Das war's. So, dann Tür. What the hell happened in here? Hey, who did this? Something attacked us. Irving. He got away. It was a setup. A setup? What is this? It's data regarding the deal. I downloaded it from their computer. Gotta get it to HQ. Oh. Hey. Hey, hang in there. I saw someone, but they ran away. Kurt, do you copy? We got the data. But Alpha Team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Wie einfach. Der sieht extrem wie Donkey Kong aus, aber der hat Oberarme, der Mann. Ja, genau das wollte ich auch sagen. Ich wollte nochmal erwähnen, dass er aussieht wie Donkey Kong und die Oberarme wollte ich auch erwähnen. Pistolenmunition, Pistolenmunition. Ach komm, die Pistolenmunition nehme ich jetzt mit. Jetzt habe ich ja schon 68, aber die ist eh in den nächsten 2 Minuten weg. Alles verballert. So, hier ist eine Tür. Mach mal Tür auf. Ja. Da liegt noch einer. Ich habe Angst, dass die aufstehen, ey. So ein, bei dem hier habe ich so ein ungutes Gefühl. Weil der wabbelt so rum. Der wabbelt? Ja. Bei mir nicht. Warte, bei mir liegt er nur. Wenn ich gegen den lauf. Wabbelt der dann? Ja, der wabbelt dann, wenn man gegen den läuft. Hier ist ein Aufzug. Da geht's nach unten. Oder nach oben. Nee, nach unten. Hier geht's nur nach unten. Ich kann mich da... Oder? Ich glaube, ich weiß noch in etwa, bis wohin wir gespielt haben. Du hast gerade eben was gesagt von Kapitel 3.1, mhm, ne? Oder sowas.
Ja, das kann gut sein. Das war der Sumpf. Der Sumpf war das. Der Sumpf, ja. Da ist man mit so einem Bootchen rumgefahren. Ja, Katastrophe. Wenn man es erstmal raus hat. Das war trotzdem eine Katastrophe. Ich glaube, deswegen haben wir raufgehört. So, da ist eine Tür. Kann man öffnen. Oh, Kisten. Nee, nicht Kisten, Fässer. Fässer. Und da liegt wieder einer auf dem Boden. Ach, ich glaube, ich kann mich wieder untersuchen. Noch eine Leiche. Hier stimmt etwas nicht. Ist das so? Nein. Nein. Was ist das hier untersuchen? Abgeschlossen, ich brauche einen Schlüssel. So. Ja, dann gehen wir mal den anderen Weg, ne? Da hinten zu unserem Freund, der da so rumliegt. Hallo? Geht's dir gut? Er wabbelt rum. Der macht die Beine brüssig. Ist okay. Dem geht's gut. Sieht nicht ganz gesund aus, wollte ich gerade sagen. Oh, offenes Feuer. Wir müssen das Feuer abdrehen. Jetzt gehen wir hier rechts rum. Da liegt schon wieder einer. Munition, Gold und Pistolenmunition. Pistolenmunition und Pistolenmunition. Einschalten. Soll ich mal auf Knöpfchen drücken? Hier ist der Ofenschlüssel übrigens. Voll dran vorbeigelaufen. Ich hab den nicht gesehen. Wir werden das hier gleich noch brauchen. Ich glaube, wenn du hier einschaltest, dann geht hier drin der Punk ab da. Oh Gott. Kannst du dir ja mal merken. Lass uns erstmal zu der Tür gehen. Ja. Geht's ja noch lang? Nein. Das sieht man ja auf der Karte, ne? Ja, aber ich habe auch zuerst. Hast du den Plan erkannt? Ja, boah, das ist voll das ekelhafte Gesicht. Müssen wir das in diese Feuerfalle rein? Ich versuch mal, ob ich das Ganze so ein bisschen locken kann. Ich glaube, daneben dir auf das Ding kann man drauf. Ja, mal drauf schießen. Weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn man da. Ich hab nichts gedrückt. Nein, wir sind jetzt in dem Raum hier angeschlossen. Achso. Ja, ich hab drauf geschossen. Vielleicht kann ich. Ich weiß nicht, ob es dir folgt oder mir. Ich glaub dir. Ja. Du solltest da rauskommen. Versuch's mir mal. Hallo. Ja, jetzt glaube ich folgt's mir. Ja, warte mal. Hau rein! Ja. Reicht das jetzt noch? Ich glaube, jetzt läuft es zurück. Ah, jetzt gehen die Türen zu. Nice. Uff. Das ist extra nochmal reingegangen, damit dann das auch war wirklich. Also ich gehe so, oh, hier klingelt so schön. Ich geh mal hier ans Fensterchen und guck mal, was passiert. Wie durch Zauberhand geht die Tür auf. So, mal schnell nochmal checken, ob da drin nicht irgendwie jetzt was liegt. Nö. Loot oder so? Nö, nee. Tut nicht. Nix. Dann lass mal zur Tür gehen. Ach, hier steht ein Blümchen rum. Echt? Ja. Voll dran vorbeigelaufen.
Du hast übrigens 82 Pistolenschüsse. Ja, nice, ne? So, Schlüssel benutzen. Öffnen. Come on! Ja, ich bin vor dir. Guck mal, da liegt einer. Wobbel. Schon wieder. Oh, was ist das denn? Ich mag das nicht, dass sie hier rum. Pistolenmunition, jede Menge. Es leuchtet so schön. Ich hab 15. Ich nehme mir mal. Ja, nimm dir ruhig. Ein Päckchen mit. Nimm dir noch eins. Nein, dann nehme ich noch eins. So, das andere nehme ich. Weil du hast nur noch 4 Schuss in deiner Shotgun, ne? Ja, da liegt noch einer. Oh, ein Aufzug. Schon wieder. Öffnen. Kommen wir nicht noch nachher irgendwie in so eine Sandecke irgendwie, die sehr sandig aussieht? Das kann sein, ja. Oder war das ein anderes Spiel? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich kann mich noch an einen. Es müsste ein Bossgegner gewesen sein. Ich glaube, bei dem haben wir auch aufgehört. Der kommt später noch. Da war jede Menge Sand. Ich glaube, jetzt bald müsste auch irgendwann der Kartoffelsackmann kommen. Mhm. Let's go. Got it. What was that thing? B.O.W. that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris, to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Yay! Ende des Kapitels. Yay! Warte mal, ich check noch mal eben, ob die Aufnahme so funktioniert. Ist es so? Ja. Sie können die Akte BSAA im Archiv einsehen. Ja, scheint noch zu laufen. zu laufen. Was wollte ich denn sagen? Ach genau, sein komisches Hemdchen, was er da anhat, das muss bestimmt so übelst an den Armen einschneiden. Ich glaube, die Arme sind nur deshalb so dick, weil das so einschneidet. Da läuft Blut rein, aber nichts mehr raus. Ah. So. Ich glaube, wenn wir jetzt an den Waffen irgendwie was aufleveln oder so, wird das fürs nächste Mal nicht gespeichert, schätze ich mal. Ich glaube doch. Ja? Ich meine schon. Yeah. Gucken wir doch mal. Weiter. Dann gucken wir weiter. Weil noch ein Kapitel würde ich jetzt nicht anfangen. Nee, das dauert, glaube ich, ein bisschen zu lang. Verwalten wir doch das Ganze mal. Ja, Schätze. Meine hier. Antike Uhr und Elfenbeinrelief. Kann man die einfach verkaufen? Die kann man verkaufen. Dafür gibt's Money. Oder muss man die sammeln für irgendwas? Ich glaube nicht. Okay, dann verkaufen wir das Ganze. Ich gebe dir mal die Maschinenpistole. Munition hast, rüber. Hast du welche gefunden? Ja. Okay. 2000 gibt's dafür. Nochmal 2000. Okay, die Bildchen bleiben aber
bei den Schätzen da. Das ist ja schön. Ja, das ist richtig. So, verbessern. Wie viel habe ich denn? 9200. Sagen wir mal Feuerkraft. Ladegeschwindigkeit muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber Kapazität wäre nochmal geil. Dann mache ich nochmal Feuerkraft. Okay, Feuerkraft kann ich nicht mehr machen. Kapazität auch nicht. Kritische Treffer. Kostet 3000, können wir einen machen. So. Jetzt habe ich keine Kohle mehr. Ich habe auch alles eingesetzt. Aber ich also sehe. Ich sehe gerade, ich habe hier noch Waffen rumliegen, die ich schon verbessert habe. Jetzt habe ich vorhin natürlich die Pistole verkauft, ne? Ja. Aber ich fände es auch blöd, wenn ich jetzt die Waffen aus vorangegangenen. Das wäre unfair. Gegenüber mir. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das mal so. Machen wir hier mal fertig. Also, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, jetzt müsste der das eigentlich speichern. Speichern, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Dann machen wir aber dann beim nächsten Mal hier weiter. Kapitel 2.1. Wir sind ja schon weit gekommen. Würde ich aber auch sagen. Können wir dann machen beim nächsten Mal. Ja. Haben wir auch einen schönen Einstiegspunkt. Ja, dann hoffe ich mal, dass nicht mal irgendwie, also nicht mehr so viele technische Probleme stattfinden. Ja, wäre ganz praktisch. Aber ja, jetzt zum Ende hin hat es ja ganz gut funktioniert. Ja. Von daher, dann hoffe ich euch mal, schon wieder, ich habe das letzte Mal auch irgendwann mal gesagt, hoffe ich, dass euch das Let's Play bis hierhin gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann.